Jetzt fangen Sie nicht bloß auch noch an. Wovon redet er eigentlich, Eve? Das möchte ich auch wissen, Erik. Er sagt, er hätte das Chalet von Tante Luisa gekauft. Sie kommen mir so bekannt vor. Oh, nicht, dass ich wüsste. Es sei denn, Sie sind ein Anhänger der Darwinschen Abstammungslehre. Übrigens, lesen Sie beide je die Morning Post? Sehr selten. Ich habe schon seit Monaten keine englische Zeitung zu Gesicht bekommen. Da inserieren nämlich manchmal die Leute. Besonders, wenn sie so ein reizendes Chalet verkaufen wollen. Aber Tante Luisa nicht. Warum nicht? Weil vor 5 Jahren auf diesem Berg da, auf der anderen Seite des Tals, unser Stiefvater verunglückt ist. Ach so, jetzt verstehe ich. Oder eigentlich... Nein, ich verstehe es noch nicht. Wir drei, Erik, ich und Max, der noch nicht da ist, wir sind die Adoptivkinder. Ach und nach dem Tode unserer Stiefmutter hat unser Stiefvater beschlossen, noch einmal zu heiraten. Und seine zweite Frau war... Tante Luisa. Die Leiche unseres Stiefvaters ist nie gefunden worden. Nur zu verständlich, dass sie in diesem Chalet hier bleiben wollte. Wissen Sie was, Eve? Die Menschen sind im Grunde höchst eigenartige Geschöpfe. Ganz ohne ersichtlichen Grund fassen sie plötzlich ganz neue Entschlüsse. Aber, wollen wir uns nicht ein bisschen setzen? Dankeschön.